Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum heutigen Bitcoin-Markt-Update. Und es geht wie immer turbulent zu. Sind jetzt gerade richtig interessante Zeiten zum Traden. Nämlich, ihr wisst ja, die Trader leben von der Volatilität. Der Trend ist für Trader fad, weil da können sie nichts traden. Und wir haben im Moment massiv Volatilität. Und wenn man das richtig deutet und richtig ausnutzt, dann kann man da wirklich gute Trades machen. Was wir gesehen haben in letzter Zeit, war diese massive Manipulation. Also der Markt wird immer natürlich manipuliert, ein bisschen, aber hier war es besonders interessant, weil nämlich hier der Markt so zwischen diesen Support- und Resistance-Zonen hin und her pendelt und hier andeutet, dass er wieder nach unten geht und die Leute hier großteils Short eingestiegen sind. Dann wurden massive Kauforders getätigt, um den Kurs über diese Zone zu treiben. Über dieser Zone lagen die Stop-Losses der Leute, die hier Short gegangen sind. Das führte dazu, dass die Stop-Losses ausgelöst worden sind. Das führt wiederum dazu, dass der Kurs nach oben geht. Und das führt wiederum dazu, dass einige Positionen liquidiert werden mussten von der Börse. Und das führte wieder dazu, dass dass der Kurs wieder nach oben geht und so einen Kaskadeneffekt sozusagen. Und ihr seht, der Kurs springt bis rauf in diese nächste Support-Resistance-Zone. Und wir sind jetzt, haben wieder ein ähnliches Szenario heute gehabt. Schaut euch das an. Also der Kurs geht hier rauf, kommt in diese Zone, geht kurz rüber, konnte sie nicht halten, geht wieder auf diese Zone, tradet wieder rauf in der Nähe von dieser Zone, geht wieder runter. Somit symbolisiert mir mehr oder weniger wieder einen Downtrend. Leute sehen, also es gibt ja unterschiedliche Tradertypen und je nachdem, wie welcher Tradertyp gerade tradet, steigen die unterschiedlich ein. Aber ihr seht zum Beispiel hier, der Kurs ist sogar unter dieser in dem Falle Supportzone, also der Support hat nicht gehalten, der Kurs geht unter dieser Zone. Das ist für viele ein Zeichen, Short zu gehen. Da gingen auch viele Short. Und was seht ihr? Boom, Kurs geht wieder zurück nach oben. Also wieder mal komplett reingelegt. Es hat den Anschein gemacht, dass der Kurs weiter runter geht. Und die Leute, die hier Short gegangen sind, die hat es wieder voll erwischt. Ihr seht wieder eine sehr, sehr große Kerze. Und wenn wir uns kurz ansehen, hier die Liquidierungen dazu, also das war hier diese ganzen Short-Liquidierungen vor einer Stunde, das war genau diese Kerze. Also der Kurs wieder hier nach oben manipuliert mit großen Buy-Orders, dann Stop-Loss ausgelöst von den Leuten, die Short gegangen sind. Und das führte wiederum dazu, dass der Kurs so nach oben sprang. Also gleicher Trick oder ähnlicher Trick wie hier, im Prinzip der gleiche Trick. Hat nochmal funktioniert. Ihr seht auch, hier zu diesem Zeitpunkt waren 80% Short und 20% Long. Jetzt stellt euch vor, die Trader, also die sind die großen BitMEX-Trader, Kontogrößen zwischen 1000 und 8000 Bitcoin, die hier dann Short gegangen sind, zum Beispiel entweder hier, also ziemlich sicher hier ein bisschen was mitgenommen, vielleicht nochmal hier Short eingestiegen oder hier und dann hier nochmal Short-Positionen quasi geschlossen, um Gewinne mitzunehmen. Dann möglicherweise auch long gegangen. Und mein Guess hier ist, das ist ein Fragezeichen, 80% long, 20% short. Also ich glaube, hier ist wieder der Großteil der Whales hier long gegangen ist, eingekauft hat und diesen Market Movement möglicherweise verursacht hat und somit hier dann wieder aussteigt. Also entweder jetzt hier oder vielleicht geht der Kurs wieder noch ein bisschen drüber, so wie hier. Und dann muss man zuschauen, wenn der Kurs wieder über diese Zone geht, wenn hier weitere Stop-Loss-Orders sind zum Beispiel oder Liquidationen auslöst, dann springt der Kurs wieder ein bisschen nach oben möglicherweise. Und dann werden natürlich hier wieder die Positionen liquidiert, genauso wie hier. Und dann rasselt es wieder runter. Oder es kann natürlich auch gleich hier wieder runtergehen, das werden wir sehen. Also mein Guess ist eben derzeit, dass der Kurs irgendwo hier so sich einpendeln wird. Und dass wieder 80% der Whales long sind, weil die hier long eingestiegen sind und möglicherweise diesen Kursausbruch verursacht haben und die natürlich fette Gewinne absahnen wollen. Okay, ihr seht, viele Unwissende werden da relativ oft reingelegt, aber ihr seht auch, es gibt viele Chancen, viele Möglichkeiten. Ihr seht, der Kurs ist ja da mit einem sehr langen, oder also für Daytrader sehr langen quasi Abwärtstrend in diese Zone hier gekommen. Und in dieser Zone tradet dieser Kurs jetzt immer zwischen diesen
mehr oder weniger drei Support-Resistance-Ebenen hin und her. Und da gibt es immer wieder Chancen. Jeden Tag gibt es neue Chancen, da wirklich coole Trades zu machen. Auch risikolose Trades und mit sehr hoher Gewinn, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass die in die richtige Richtung gehen, wenn ihr das richtig deuten könnt. Und ich hoffe, ich kann euch in meinen Videos zeigen, wie man sowas deuten kann. Das wird natürlich nicht ewig anhalten, dieser Seitwärtstrend. Also möglicherweise, also nicht möglicherweise, sondern ziemlich sicher wird es irgendwann, wird irgendwann wann die Wende kommen. Also diese Seitwärtsbewegung wird irgendwann zu einem Ende kommen. Und dann wird sich der Markt wieder quasi drehen in ein anderes, ja, wie soll man sagen, ein anderes Spielfeld. Also jetzt zum Beispiel hier gab es natürlich auch wieder so große Auf und Abs. Dann gab es quasi diesen Long-Term-Trend, der über mehrere Tage gegangen ist, und jetzt sind wir wieder in so einer heißen Phase, wo sehr viel quasi gehandelt wird in diesen Zonen. Und wie ihr es auch hier seht, das kann natürlich schnell wieder ein Ende nehmen. Also diese Marktphasen dauern leider nicht immer ewig, weil irgendwann spielen auch die anderen das Spiel nicht mehr mit. Also ihr seht, hier quasi sind sie reingelegt worden, die sich nicht so gut auskennen, hier nochmal reingelegt worden. Und irgendwann, entweder ist die Kohle weg oder irgendwann denken sie sich, sie können den Markt nicht schlagen. Sie steigen aus der ganzen Geschichte vorerst mal aus und warten auf andere Marktbedingungen. Und dann ist meistens so, dass sich quasi dieses Szenario wechselt. Und genau, also so viel jetzt zu diesen Trades. Schauen wir nochmal global rein. Das Bitcoin Trading Volume der letzten 14 Tage seht ihr hier. Blau ist das Spot Volume und rot das Future Volume. Seht, Future Volume ist relativ konstant, Spot Volume ein bisschen abnehmen die letzten 14 Tage, aber wenn wir das uns länger anschauen, dann seht ihr, es ist trotzdem ein Aufwärtstrend da. Natürlich schwankt das Volumen ein bisschen. Aber was auch interessant ist, im Future Volumen, das ist auf jeden Fall Long Term ansteigend. Beim Open Interest gibt es nicht viel Neues. Ihr seht, mehr oder weniger, es bewegt sich horizontal. Das heißt, es werden gleich viele Positionen geöffnet wie geschlossen. Deutet eben auf diese Seitwärtsphase hin. Also im Prinzip, das mag zwar auch schon wie große Swings, aber im Prinzip, wenn ich das jetzt so klein skaliere und mal das ausblende. So. Dann ist das mehr oder weniger, ist jetzt eine Seitwärtsbewegung. Also ist jetzt da war so ein richtiger, also hier auch zum Beispiel eine Seitwärtsbewegung im Markt, große Auf und Abs. Und jetzt ist natürlich, wenn sich der Markt dreht, musst du entweder mit der richtigen Position drin sein oder schnell deine Position schließen. Weil wenn du zum Beispiel hier short gehst, weil du denkst, der Kurs geht hier runter und dann dreht der Markt und geht hier long und du hast keinen Stop-Loss, dann kann das schnell dich Kopf und Kragen kosten. Also da muss man immer aufpassen. Genau, also Seitwärtsbewegung, mehr oder weniger, jetzt im quasi kleineren Maßstab, im größeren oder im etwas größeren Maßstab sehen wir immer noch, wir befinden uns immer noch in einem Aufwärtstrend. Achso, das geht nicht kleiner, ich muss da auf den größeren Timeframe wechseln. So, okay, also wir haben ja hier Corona-Einbruch gehabt, zack, und seit dem Corona-Einbruch im Prinzip geht es durchgehend aufwärts. Also in diesem Zeitfenster ein Aufwärtstrend, aber schaut euch mal das an, in diesem Zeitfenster hier oder in diesem Zeithorizont einen Abwärtstrend. Und was auch interessant zu sehen ist, wir haben hier das High gehabt mit ca. 14.000 US-Dollar, dann hier ein Lower High, hier ein Lower High, Lower High, Lower High. Dann hatten wir dieses Lower High eigentlich durchbrochen. Also ihr seht, dieses High ist höher als dieses. Das ist für viele technischen Trader dann eigentlich ein Zeichen, dass es wieder aufwärts, also aufwärts geht. Aber hier, wie gesagt, Corona zugekommen. Und wir haben quasi von hier auf hier wieder ein Lower High. Also möglicherweise ist das immer noch ein Downtrend. Kann natürlich auch gebrochen werden. Ist alles offen. Aber ich will euch nur zeigen, dass man sich auch globales ein bisschen anschauen sollte. Und wenn man es noch globaler ansieht, die hatten hier das All-Time-High von knapp 20.000 und ihr seht auch hier von diesem All-Time-High zu diesem All-Time-High quasi ist es ein Lower-High, also ein niedriges Hoch und hier haben wir auch ein niedrigeres Hoch. Das heißt, auch hier sieht es im Prinzip
wenn man diesen Zeithorizont betrachtet, auch wie ein Downtrend aus. Aber, jetzt kommt die gute Nachricht, wenn man quasi den gesamten Zeithorizont nimmt, also von zum Beispiel, sagen wir hier, September 2013 bis hier, dann ist das natürlich schon ein Aufwärtstrend auch. Also ihr seht, je nachdem, welches Zeitfenster man nimmt, gibt es unterschiedliche Trends. Also der Ultra-Long-Term-Trend für die Ultra-Hodler, der ist aufwärts gerichtet, mittelfristig, also in dem Zeitraum von, was ist nur 17, 18, 20, 3 Jahren, eher Downtrend-mäßig. Und jetzt kurzfristig, also was ist das? Das ist 10. März bis 19. Mai, März, Mai, 2 Monate, 3 Monate Trend aufwärts. Also ihr seht, es gibt unterschiedliche Trends in unterschiedliche Richtungen und je nachdem, wie euer Zeithorizont ist, müsst ihr auch die unterschiedlichen Trendszenarien euch ansehen und betrachten. Gut, ich bin leider etwas abgeschweift, dann gehen wir noch schnell zu Theta und schauen uns an, was wir da sehen. Wir sehen keine neuen Theta gedruckt, dass die Marktkapitalisierung zwar immer noch ein bisschen leicht ansteigend, jetzt wieder ein bisschen horizontal, das heißt, es kommt im Moment keine neuen Theta hinzu. Die Änderung des, der Marktkapitalisierung auch abgenommen, im Prinzip auch sehr wenig los bei Theta momentan. Was sehen wir hier? Wir sehen ein abnehmendes Volumen in Bitcoin, ein gleichbleibendes Volumen in Ethereum und global trotzdem ein abnehmendes Volumen. Also derzeit kommt kein neues Geld über Theta rein. Möglicherweise warten da die Leute noch, bis sich da dieser Seitwärtstrend, den wir gerade haben, mehr oder weniger auflöst und bis es wieder in eine Richtung geht. Und steigen dann möglicherweise wieder ein oder kommt neues Geld aus dem Markt. Aber wie ihr seht, derzeit spannend für Trader, relativ unspannend für Long-Term-Investoren, weil es eben so oft bei den 10.000 herumpendelt. Also man ist sich unsicher. Ihr seht ja hier 10.000 berührt, runter, rauf, knapp 10.000, runter, rauf, wieder ein bisschen runter. Mal schauen. Also die 10.000er Marke auf jeden Fall. Sehr interessant, müssen wir im Auge behalten, ob die geknackt wird. Gut, dann war es das vom heutigen Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder auszeigen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!